Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Webinar. Mein Name ist Verena Vogler und ich arbeite für McNair Europe in den Bereichen technischer Support und Training. Wir sind in Europa vier Kollegen. Mein Kollege Rodrigo Barcena, der in dem Bereich Produktdesign, also deren Hintergrund hat in Produktdesign. Meine Kollegin Vanessa, die auch Produktdesignerin ist, und Giuseppe, der in Italien arbeitet, der Schmuckdesigner ist, genau. Ich selber, mein Hintergrund ist in Architektur. Ich bin Architektin und arbeite seit 2 Jahren für McNair Europe. Ihr könnt mir, wenn ihr Fragen zum Webinar habt, könnt ihr mir direkt eine E-Mail schreiben an verena@mcneil.com, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt zu Grasshopper, zu Rhino, könnt ihr an unser europäisches Tech-Support-Team schreiben. Die E-Mail-Adresse seht ihr hier, das ist tech.eu@mcneil.com. Ihr habt euch jetzt zu diesem Webinar angemeldet und ihr seht jetzt dieses GoToWebinar-Panel. Ne? Hier seht ihr oben, dass das Mikrofon deaktiviert ist, das braucht ihr auch nicht. Für dieses Webinar seid ihr sozusagen im Listen-Only-Mode. Das heißt, ich erkläre euch ein paar Sachen und ihr hört zu. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr Fragen stellen. In vorherigen Webinaren haben wir das immer so gehandhabt, dass ihr direkt hier in diesem Webinar-Panel eure Fragen eingeben könnt und dass wir das sozusagen während des Webinars versucht haben, im Hintergrund zu beantworten, beziehungsweise auch am Ende des Webinars diese Fragen ja, beantwortet haben. Das ist heute leider aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen nicht möglich und zudem ist auch ein deutscher Kollege, der normalerweise im Hintergrund gearbeitet hat, ist heute nicht anwesend. Deswegen bitte ich euch, ihr könnt Fragen gerne stellen, aber schreibt die bitte direkt an meine E-Mail-Adresse verena@mcneil.com und ich schaue, dass ich die Fragen beantworten kann. Wenn wir ein bisschen Zeit haben während des Webinars, versuche ich trotzdem hier reinzuschauen, falls jemand doch was eingegeben hat und versuche irgendwie so gut wie es geht darauf einzugehen. Falls ihr eher gehen müsst oder falls euch dieses Webinar vielleicht zu schnell ist an bestimmten Stellen, kein Problem. Das Webinar wird aufgezeichnet und ihr könnt es im Nachhinein auf unserem Vimeo-Kanal könnt ihr das euch anschauen. Hier ist der Link dazu, den schicken wir euch auch zusätzlich nochmal nach dem Webinar und dann könnt ihr einfach reinschauen. Worum geht es heute? Wie ihr schon hier oben an diesem Header seht, es geht heute um Grasshopper. Es ist das erfolgreichste Rhino-Plugin, was es gibt, also was wir im Moment haben und es wird auch von McNeil entwickelt. Grasshopper ist in den letzten Jahren hat es unglaubliche Benutzeranzahl hat es an Benutzer, ist die Benutzeranzahl größer geworden und das nicht nur in den Bereichen digitales Design von komplexen Geometrie im Bereich Architektur, Produktdesign und Ingenieurwissenschaften, sondern es ist auch ein wichtiges Analysetool und Simulationstool für Projekte, die eigentlich schon in der Ausführungsplanung sind, beziehungsweise die schon bestehen und wo man eigentlich dann diese digitalen Daten, die bestehen, genauer untersuchen möchte, analysieren möchte, simulieren möchte. Das heißt, Grasshopper hat eigentlich, dadurch, dass es auch verschiedene Plugins gibt für Grasshopper, ein unglaubliches Potenzial entwickelt in den letzten Jahren. Genau. So, in diesem Webinar, das geht heute 55 Minuten ungefähr, möchte ich auf folgende Sachen eingehen und zwar euch ganz kurz erklären, was ist Grasshopper? Es ist eigentlich quasi dein Individuum und möchte dir auch zeigen, wie du ein individuelles Rezept für deine Geometrie erstellen kannst. Ich zeige euch die Benutzeroberfläche, gehe dabei ganz genau ein auf Komponenten, Input-Parameter. Die Wires, das sind die Kabel zwischen den Input-Parametern und den Komponenten und auch die speziellen Objekte. Ich zeige euch ein paar kleine Beispielübungen, an denen ihr sehen könnt, wie Grasshopper funktioniert. Und ich
zeige euch, wo ihr die Plugins findet für Grasshopper. Die sind zum größten Teil kostenlos. Es gibt aber auch kommerzielle Plugins, aber die erweitern das Programm bzw. die Funktionen von Grasshopper ungemein. Und ich zeige euch, wo ihr da ganz nützliche Sachen finden könnt und möchte euch auch zeigen, wo ihr Hilfe und Unterstützung findet, falls ihr anfangt mit Grasshopper. Und zum Schluss natürlich auch möchte ich die Frage klären, gibt es eine Grasshopper-Version für Rhino für Mac, weil ihr seht, dieses Seminar ist für Rhino für Windows gedacht und natürlich zeige ich euch jetzt auch Grasshopper, wie es eingebettet ist in Rhino für Windows und wie es da funktioniert. Noch ganz kurz an wen dieses Webinar eigentlich adressiert ist. Das ist für absolute Grasshopper-Beginner, das heißt für Leute, für die Grasshopper Neuland ist. Viele fürchten sich auch vor dem Begriff Grasshopper, weil es heißt, ja, das hat ja was mit Programmieren zu tun und eigentlich habe ich mit Programmieren gar nicht so viel am Hut. Keine Sorge, ich zeige euch Schritt um Schritt, wie ihr irgendwie auch mit der Benutzeroberfläche vertraut werden könnt und wie ihr auch, ohne dass ihr selber eine eigene Grasshopper-Definition erstellt, wie ihr im Prinzip auch Sachen, die es schon gibt. Ja, es gibt eine unheimliche Anzahl an Grasshopper-Definitionen, die schon vordefiniert wurden von anderen Leuten, die im Internet hochladen und wie ihr euch die runterladen könnt und wie ihr euch einfach dadurch, dass ihr die Oberfläche schon mal gesehen habt, wisst, wo kann ich jetzt was manipulieren und dann könnt ihr im Prinzip diese Definition, die es schon gibt, könnt ihr auf eure auf eure Geometrie anpassen. Ja? Das heißt, ihr müsst dann nicht gleich von Null beginnen. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Vorteil, wenn man schon mal gesehen hat, wie das Ganze aussieht. Von daher wünsche ich mir, dass ihr viel Spaß habt bei dem Webinar und bei der kleinen Demo, die ich euch heute zeigen werde. Ihr müsst jetzt nicht nebenbei Rhino geöffnet haben und Schritt für Schritt im Grasshopper nachvollziehen, sondern ihr könnt euch einfach zurücklehnen und könnt das Ganze euch anschauen. Ganz kurz zum Hintergrund zu diesem Rhino-Plugin Grasshopper. Rhino gibt es schon seit 1993, hieß früher ganz früher mal Sculptura. Und Grasshopper ist mit der Rhino 4-Version erschienen 2008 und wurde von David Rutten, der auch für MacNeil arbeitet, damals entwickelt. Wie gesagt, es hat einen unglaublichen Erfolg, dieses Plugin, so dass es jetzt auch in der neuen Rhino 6 Version, die jetzt demnächst auch in Beta hoffentlich erscheint, ist Grasshopper 1.0. Das heißt, die erste offizielle Grasshopper Version wird integriert sein. Im Moment, und das ist auch die Version, mit der ich jetzt dieses Webinar, also diese Demo mache, ist Grasshopper Version 0.9.0076. Die ist sozusagen noch die Beta-Version, also Grasshopper ist noch eine Work-in-Progress-Version, ne? Und die 1.0-Version mit wesentlichen Verbesserungen, die ist dann mit Rhino 6, kommt die dann auf den Markt. Ich arbeite mit der Rhino-Version 5, der letzten SR, und falls ihr überhaupt auch kein Rhino habt und kein Grasshopper, zeige ich euch kurz, wo ihr das Ganze findet. Rhino könnt ihr herunterladen auf unserer Webseite und 90 Tage kostenlos testen. Das ist die Vollversion, die könnt ihr einfach uneingeschränkt 90 Tage lang benutzen. Und das Grasshopper Plugin, das ist ebenfalls kostenlos und das findet ihr auf der Grasshopper-Seite, das heißt www.grasshopper3d.com. Könnt ihr hier oben unter Get und dann Latest Grasshopper for Rhino für Windows Only und dann Download und dann könnt ihr hier eure E-Mail-Adresse eingeben und genau, dann könnt ihr euch Grasshopper runterladen und installieren. In dem Fall habe ich das schon gemacht. Ich öffne, Rhino ist ebenfalls geöffnet. Und wenn ich hier oben Grasshopper eingebe, öffnet sich das Programm. Genau, und hier haben wir im Prinzip ein Programm im Programm, Rhino Grasshopper.
Beide haben unterschiedliche Dateiformate. Das heißt, wenn ihr ein Rhino-Modell habt, müsst ihr es hier als 3DM-Modell abspeichern, ne? Hier speichern. Und wenn ihr eine Grasshopper-Datei habt, dann müsst ihr hier diese separat abspeichern unter Save Document. Ja? Und dann gibt es zwei verschiedene Dateiformate, einmal das .gh, diese .gh-Datei und einmal die .ghx-Datei. Diese Formate gibt es seit der 0.8.005-Version. Diese zwei Formate, es ist eigentlich funktional, es ist genau das Gleiche, das heißt, beide funktionieren. Ja? Ich empfehle trotzdem, dass ihr das als .gh-Datei abspeichert, weil es einfach ein kompakteres Dateiformat ist. Der Vorteil von diesen .ghx-Dateien ist eigentlich nur, dass man die dann besser zusätzlich, dass die besser umgeschrieben werden können. Ja? Genau. Und es, aber GH, diese .gh-Dateien, die laden einfach schneller. Das heißt, für Anfänger, beziehungsweise wenn man nicht mit Grasshopper außerhalb von Rhino arbeitet, ist es im Prinzip sinnvoll, diese Dateien als .gh zu speichern. So viel dazu. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Grasshopper eigentlich? Ja, was ist es? Und die Antwort ist, ja, es ist Programmieren. Aber nicht Programmieren in dem Sinne, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das heißt, dass man Kommandozeilen, also dass man bestimmte Zeilen hat und Zahlen und Komma, Punkte, Strich eingeben muss und schon Hintergrund haben muss im Programmieren und schon mehrere Sprachen kennen muss und so weiter. Nein, das ist es nicht, sondern es ist eine andere Art von Programmieren, sondern es ist eine visuelle Programmierung. Und visuelle Programmierung ist auch eigentlich der Schlüssel dazu, warum das Plugin so erfolgreich ist, weil viele unserer Anwender, das heißt Architekten, Designer, Ingenieure, arbeiten sehr und auch Künstler arbeiten sehr visuell. Das heißt, ihr könnt eigentlich dann viel mehr damit anfangen. Ja? Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass man im Prinzip dass ihr hier in diesem Grasshopper erstellt ihr im Prinzip euren Algorithmus, der Aktionen hier in Rhino ausführen kann und tut. Ja. Das heißt, es ist sozusagen die Küche. Hier stellt ihr euer Kochrezept und dann gibt es zum Beispiel eine Komponente für, das ist jetzt die Vorspeise, ja, und dann kommt hier die Vorspeise auf den Teller serviert, so ungefähr. Ja, und das ist im Prinzip euer Kochrezept. Diese zwei Fenster, man hat halt hier Rhino und Grasshopper und manchmal ist es ein bisschen nervig, wenn dieses Grasshopper-Fenster einen Teil von Rhino von diesen Fenstern überdeckt, ja, und deswegen empfehle ich eigentlich immer Leuten, die regelmäßig mit Grasshopper arbeiten, dass man dann zwei Bildschirme hat, auf den einen Bildschirm Grasshopper, wo man die Algorithmus sozusagen die Küche hat und auf der anderen Seite hat man dann dort, wo man sieht, was eigentlich dann passiert als Resultat. Ich habe jetzt aber für dieses Webinar nur ein Bildschirm. Das heißt, ich mache hier einfach mein Rhino-Fenster kleiner und habe die sozusagen, Moment, das ist hier noch nicht. Und packt die sozusagen nebeneinander. Das ist auch eine Möglichkeit, dann verliere ich keine Informationen im Rhino und im Grasshopper auch nicht. So, dann packe ich die jetzt hier einfach nebeneinander. So. Gut. Und ich kann jetzt auch einfach Perspektive einstellen. Gut, diese Datei ist jetzt in Metern eingestellt als Default. Und hier im Grasshopper habe ich einfach das geöffnet. Und hier unten seht ihr jetzt diese grünen Fenster. Das sieht man einfach die Dateien, mit denen ich zum Schluss gearbeitet habe. Und die kann man dann einfach wieder aufrufen, laden und schauen, ob man mit dem weiterarbeiten möchte. Aber ich möchte jetzt einfach eine neue Datei benutzen und kann jetzt einfach hier loslegen. Kurz zum Interface von Grasshopper. Hier oben hat man das Hauptmenü und hier hat man bestimmte Tabs.
Ich habe jetzt noch verschiedene Add-ons, das heißt Plugins für Grasshopper geladen und die erscheinen dann immer in einzelnen Tabs hier. Ne? Zum Beispiel habe ich hier Kangaroo geladen und das erscheint dann in verschiedenen Tabs. Hier unten, wenn man zum Beispiel die Parameter offen hat, dann erscheinen alle Parameter. Und wenn ich hier unten auf diesen schwarzen Balken klicke, klappt ein weiteres Fenster auf und dann habe ich einfach noch mehr Optionen. Und das ist halt, das zieht sich so durchs ganze Programm. Und hier findet ihr eigentlich alle möglichen Komponenten, um eure Algorithmen zu erstellen. Ich fange mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Ich zeige euch kurz den Unterschied zwischen Rhino und Grasshopper, weil ihr könnt eigentlich auch die gleichen Sachen in Rhino machen wie in Grasshopper. Aber in Grasshopper ist es so, dass ihr im Prinzip die einzelnen Schritte kontrolliert, wie die Geometrie aufgebaut ist. Und dadurch könnt ihr auch an bestimmten Stellen die Geometrie immer individuell anpassen und wieder verändern. Also wie zum Beispiel zeichne ich jetzt einfach eine ganz einfache Linie. In Rhino geht immer ein Startpunkt und ein Endpunkt. Und die habe ich jetzt hier. Und das Gleiche kann ich auch im Grasshopper machen. Das heißt, ich kann hier doppelklicken und kann eingeben Line und finde hier meine Linienkomponente. Das heißt, hier diese Komponente erscheint jetzt erstmal orange. Sieht aus wie nur eine kleine Batterie. Und wenn ich hier oben diesen Dialog anschaue, steht A, der Input-Parameter A und B, die haben noch keine Daten. Das heißt, A und B, hier auf der linken Seite haben wir die Input-Parameter und auf der rechten Seite haben wir die Output-Parameter. Da fehlt jetzt sozusagen eine Art Startpunkt und ein Endpunkt. Diese Punkte kann ich hier hinzeichnen, zwei Punkte, und ich definiere diesen Punkt als Startpunkt. Hier auf die rechte Maustaste klicke, kann ich hier Set One Point, diesen Punkt aus Rhino kann ich in Grasshopper bringen. Und wenn der Punkt in Grasshopper wenn er von Grasshopper erfolgreich erkannt wurde, dann zeigt es hier so einen kleinen roten Punkt an. Das gleiche machen wir mit dem Endpunkt, Set One Point. Und ich habe jetzt im Prinzip eine Linie generiert zwischen Punkt A und zwischen Punkt B. Und wenn ich hier mir dieses Panel lade, dann sehe ich auch, weil der Output dieser Komponente ist die Länge. Das heißt, hier sehe ich, wie lang diese Linie ist. Und wenn ich jetzt die Punkte im Rhino verschiebe, dann adaptiert sich die Linie, weil diese Komponente Anfang und Endpunkt durch diese zwei Sachen definiert ist. Und wenn ich diese verschiebe, dann adaptiert sich auch diese Verbindung. Ihr seht jetzt, dass diese Geometrie, die durch Grasshopper in Rhino gezeichnet wurde, dass die rot ist. Ja? Das heißt, in Rhino selbst kann man diese auch nicht auswählen. Und wenn man sie in Grasshopper auswählt, das heißt, wenn man auf die Komponente klickt, dann erscheint diese Geometrie grün. Ja. Ihr seht jetzt, dass diese Komponente, hier steht jetzt A und da muss man erst mit der Maus hier drüber fahren und dann sieht man, ah, das ist der Startpunkt, B, das ist der Endpunkt. Ihr könnt auch in Display hier oben, das ist vielleicht für Anfänger ganz praktisch, könnt ihr Draw Full Names, ne? Und dann seht ihr, was genau hinter A steckt und was hinter B steckt. Das heißt nämlich der Startpunkt und der Endpunkt. Ihr seht, dass mein Rhino hier auf der linken Seite auf Deutsch ist und Grasshopper hier auf Englisch. Ich benutze Grasshopper, wenn es eine deutsche Version geben würde, würde ich die auf Deutsch benutzen, aber es gibt Grasshopper leider nur auf Englisch. Das heißt, man muss sich eigentlich mit den Rhino-Befehlen, weil viele Befehle sind ähnlich Rhino und Grasshopper, müsste man sich auf Englisch vertraut machen. Das ist so, wie es ist. Optimal ist es nicht, aber eine gute Sache hat es, wenn man zum Beispiel Definitionen benutzt, die schon jemand anders erstellt hat, dann kann man sich ganz gut zurechtfinden, sozusagen eine internationale
Art zu kommunizieren. Ja. Gut, dann fangen wir mit unseren ersten, würde ich sagen, mit unseren ersten, zum komplexeren Beispiel an. Und zwar löschen wir das hier jetzt einfach mal raus. Ihr seht, hier wird es dann gleich wieder orange. Und wir zeichnen zwei Kurven im Rhino. Und diese unterteile ich jetzt im Rhino. Ich zeige euch kurz, was der Unterschied zwischen Grasshopper ist und Rhino. Ich unterteile jetzt diese Kurven in 9 Segmente und ich möchte diese Segmente über eine Linie miteinander verbinden. Genau, das kann ich jetzt fortführen. Das Problem ist, wenn ich jetzt diese Linie verändere, also wenn ich Kontrollpunkte anstelle und ich möchte die Linie hier so ein bisschen verändern, dann verschieben sich die Punkte nicht mit und dann verschieben sich natürlich dann auch die Verbindungen zwischen diesen beiden Punkten nicht mit. Das ist in Grasshopper anders. Ich lösche das jetzt hier raus. Da kann ich auch diesen Befehl ausführen, also das heißt diese Linie in der Länge in Segmente zerteilen, das heißt divide, genau die Kurve unterteilen. Und ich kann jetzt diese Kurve, so wie ich auch die Punkte aus Rhino in Grasshopper gebracht habe, kann ich diese Kurve in Grasshopper bringen. Und das machen wir mit der anderen Linie auch. Dazu kopieren wir einfach diese Komponente. Genau, und ihr seht, dass es jetzt rot ist, das heißt, es ist Grasshopper-Geometrie. Und ich kann zusätzlich, ihr seht hier haben wir die Kurve, und ich kann zusätzlich hier auch die Anzahl der Punkte eingeben. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann ist quasi ein sozusagen ein Standardwert drin, das sind 10, und den kann ich aber verändern. Ja? Und da gibt es ein ganz interessantes, spezielles Objekt in Rhino, das ist der Slider, nennt sich das. Den kann ich hier hinzufügen. Und den kann ich modifizieren. Der ist auch Standardeinstellung von 0 bis 1. Das sind rationale Zahlen. Und ich stelle ihn um auf ganze Zahlen und von 1 bis 50. Und das kann ich jetzt hier einfach drücke ich hier auf die rechte Seite mit der Maus und verbinde das. Genau, und jetzt können wir im Prinzip diese Anzahl der Punkte variieren. Und wenn ich dazu jetzt diese Linienkomponente hier hinzufüge und bringe die A-Punkte mit den B-Punkten in Verbindung, dann sehe ich, dass ich das Ganze anpasst. Das heißt, die Logik dieser Geometrie ist im Prinzip hier in dieser Küche, in diesem Algorithmus, den ich gerade erstellt habe, ist der sozusagen hier existent und ich kann den immer hier wieder verändern. Eine Sache noch, ich habe jetzt, also was in Grasshopper nicht möglich ist, also die Daten, also der Datenfluss ist immer von links nach rechts. Das heißt, hier fange ich an und hier höre ich auf. Ich kann jetzt nicht diese Linie wieder als Input für diese Kurve hier oben zum Beispiel geben. Das gibt mir dann eine Fehlermeldung hier, ne? Das ist in Grasshopper nicht möglich. Ich kann keine Loops sozusagen erstellen. Ja. Hier haben wir jetzt dieses Icon auf diesen Komponenten. Das könnt ihr im Display auch umstellen. Da könnt ihr Draw for Names und Draw Icons ausstellen und dann seht ihr auch hier, was es genau ist. Das heißt, die Kurve unterteilen, Divide Curve. Genau. Und man kann diese Kabel, das heißt diese Wires, hier auch noch anders darstellen mit der Option Draw Fancy Wires.
Und da seht ihr jetzt, dass ihr einmal die Kabel sozusagen als Form von einer einfachen Linie habt und hier ist eine doppelte Linie gezeichnet. Das heißt, in hier von diesem Input-Parameter zu diesen Komponenten fließt sozusagen nur ein Wert, das heißt diese 27. Ja. Und hier von diesem Output, das heißt von den Punkten und als Startpunkte fließen mehrere, also eine ganze Liste von Werten. Das können wir ja auch nochmal nachvollziehen, wenn wir hier das Panel haben. Dann seht ihr, hier ist eine ganze, ganze Liste von Werten. Das heißt, hier sind die Koordinaten, die X, Y, Z-Koordinaten von diesen Punkten angegeben, die ich hier sozusagen hier hineinspeise in diesen Linien, in diese Linienkomponente. Und immer wenn es eine Liste von Werten ist, dann wird diese doppelte Linie hier gezeichnet. Das ist eigentlich ganz gut. Wenn ihr das auch angestellt lasst am Anfang, dann wisst ihr ganz genau, wie viele Daten sind jeweils auf dem Weg von links nach rechts. Es gibt dann noch für erfahrene Anwender eine andere Darstellungsform von diesen Kabeln oder von diesen, und das sind dann diese gepunkteten Kabel und das sind dann halt mehrere Listen, die dann sogar von, also Wertlisten, die dann von A nach B fließen. Aber das werden wir heute nicht abhandeln. Gut, dann versuchen wir jetzt aus diesem Teil hier irgendwas zu machen, was vielleicht auch für euch spannend ist. Wie gesagt, mein Hintergrund ist in Architektur. Vielleicht können wir jetzt irgendwie so eine Art kleinen Pavillon oder so daraus machen. Gut, dann lösche ich hier mal diese Linienkomponente und ersetze diese durch diesen Bi-Arc. Das heißt, es werden im Prinzip Halbkreise gezeichnet, die sich an der Tangente, die die gleiche Tangente haben, zwischen diesen Punkten. Als Startpunkt nehmen wir wieder A und als Endpunkt B. Und die brauchen jetzt noch einen Vektor, in welche Richtung die Kreise angerichtet angeordnet werden sollen. Und ich möchte, dass die sozusagen hier so eine Art Profile bilden. Das heißt, ich muss einen Vektor in die Z-Richtung mir auswählen, hier unter Vektor, Vektor Z. Und den gebe ich hier ein. Und dann brauche ich noch einen Vektor für die Punkte B. Ja, und jetzt seht ihr, dass hier diese Kreisbögen entstanden sind. Ich möchte aber, dass es ein großer Kreisbogen ist. Das heißt, ich müsste hier diesen Vektor, der hat diesen Faktor 1 als Standardeinstellung, den müsste ich kurz noch umändern in minus 1 und dann müsste es eigentlich funktionieren. Ja, jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier sozusagen wie so eine Art Profile. Und wenn ich diese Linie verändern möchte, oder diese Linie hier, dann passt sich das an. Genau, und ich kann jetzt auch die Anzahl der Profile festlegen. Ich möchte jetzt einfach diese Profile nutzen, um eine Fläche aufzuziehen. Ihr seid sicherlich vertraut mit Rhino, das heißt, da kennt ihr sicherlich den Befehl Loft und genau diesen Befehl, den gibt es auch im Grasshopper, Loft. Und was hier haben wir wieder diese Loft-Komponente. Ganz kurz, Komponenten sind einfach Funktionen in Rhino, die bestimmte Sachen tun. Ja? Und die Input-Parameter sind Sachen, die also die Komponenten, die führen Dinge aus und die Input-Parameter, die sammeln Daten. Und ihr seht immer Input-Parameter hier an dieser, also kann man die eigentlich ganz gut erkennen, an diesen sechseckigen Icons. Und dann gibt es noch die speziellen Objekte, die einfach, wie zum Beispiel diesen Slider oder dieses Panel oder hier gibt es noch einige davon. Und die sind einfach dazu da, um ja, den Datenaustausch zu vereinfachen. Der Slider zum Beispiel, der vereinfacht es unglaublich. Also es ist einfach genial, wenn man einfach das schnell von rechts nach links ziehen kann und nicht jedes Mal einen anderen Wert eingeben muss. Ne?
Gut, also hier haben wir eine neue Komponente, Loft, was braucht man? Eine Kurve, also verschiedene Kurven. Und da können wir die Kurven aus dem ersten Kreisbogen nehmen, beziehungsweise oder auch aus dem zweiten Kreisbogen. Hier gibt es sogar bei dieser Bayer-Komponente die Möglichkeit, dass man beide gleichzeitig ausgibt und das sich gleichzeitig verbindet. Und das ist natürlich das, was wir wollen. Und ich habe hier jetzt meine Fläche. Ich habe ein Plugin geladen in Grasshopper, was sich Lunchbox nennt. Und das finde ich sehr, sehr praktisch manchmal, um jetzt einfach bestimmte Geometrien zu unterteilen. Und da gibt es eine ganz spannende Bibliothek auch mit komplexeren Formen. Und da gibt es schon eine fertige Komponente, die im Prinzip diese Oberfläche in Paneele unterteilt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht programmieren, wie jetzt irgendwas unterteilt wird oder das in Kleinstarbeit machen. Nein, ihr ladet euch einfach diese Komponente rein, ja, und verbindet diese Fläche mit dieser Komponente und dann habt ihr sozusagen hier eine Art Panel, also eine Art panelisierte Oberfläche. Ja? Das heißt, das macht diese Komponente, die einen bestimmten Algorithmus enthält, sozusagen für euch und ihr müsst nichts programmieren. Ich kopiere mir jetzt diesen Slider. Mit Alt kann man die einfach rüberziehen und kopieren, um jetzt diese Anzahl der Paneele hier noch ein bisschen zu modifizieren in die U-Richtung und in die V-Richtung. Und dann seht ihr hier schon, ne, dass man die noch ein bisschen anders unterteilen kann. Und ihr habt jetzt sozusagen Paneele. Ich mache jetzt nicht so viele, weil wenn ich die dann... Ja, so finde ich das eigentlich ganz, ganz spannend. Ja. Und wenn ich jetzt wieder mir mein Panel hierher hole, dann sehe ich, dass ich als Output ganz viele ungetrimmte Flächen erhalte. In Grasshopper ist es auch möglich, dass ich diese Flächen, die ich hier halte, also ich bekomme eine ganze Liste und ich sehe auch die Anzahl der Flächen, die ich hier erstellt habe. In Grasshopper hat man auch die Möglichkeit, diese Flächen zu evaluieren, zum Beispiel anhand der Fläche. Also wenn ich jetzt Area hier eingebe, kann ich diese Geometrie, also das heißt diese ganze Liste der Geometrie, in diese Komponente bringen. Und wenn ich das verbinde, dann sehe ich, wie groß, dann sehe ich hier ganz genau, wie groß meine Fläche ist. Also jedes Panel, welche Quadratmeter Anzahl die hat. Ja. Machen die Flächen mal noch ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Ups. Genau. So. Wie eingangs gesagt, ihr seht jetzt, jetzt wurde hier eine komplexere Geometrie erzeugt und das ist ja auch das, wofür eigentlich Grasshopper bekannt ist. Viele denken, ah, Grasshopper, damit kann man ganz verrückte Sachen machen. Aber wie eingangs gesagt, ist es nicht nur ein Instrument, um einfach jegliche Geometrie, die man sich vorstellt, zu erstellen. Nein, es ist auch dazu da, dass man bestimmte Sachen analysiert und evaluiert. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Paneele anhand der Größe evaluieren möchte, kann ich das tun. Brauche ich auch gar kein Plugin oder sonstiges laden. Das ist direkt bei Default ist diese Komponente mit dabei, mit diesen Farbgradienten. Ja. Und da kann ich hier eingeben, also
mit diesem Farbgradienten möchte ich jetzt einfach zeigen, wo finde ich kleine Paneele und wo finde ich große Paneele. Das heißt, die kleinen Paneele, die werden mit dieser hellen Farbe hier vorne angezeigt und die größeren Paneele mit einer dunkleren Farbe. Das heißt, ich schaue jetzt hier nach, was ist die kleinste Anzahl ungefähr von meinen Paneelen. Das heißt, das sieht eher so aus wie bei 0,5 oder so. Das ist jetzt hier das kleinste. Und da kann ich hier unteres Limit eingeben. Und da gebe ich hier 0, vielleicht 0,4 ein. Und als, wenn man hier sieht, was könnte hier die größte Paneele sein, das ist so bei 2, würde ich sagen, oder 1,9, ja, 2 eingeben, ne? Oder hier 2, ja, dann 2,5. 2,5. Genau. Der Parameter, der evaluiert werden soll, das ist die Fläche. Und das Ganze möchten wir uns auch noch anschauen im Preview, in der Vorschau. Das heißt, wir müssen hier diese Geometrie hineinbringen und müssten natürlich auch diesen miteinander verbinden hier. Genau, und jetzt sehe ich im Prinzip die kleinen Paneele sind die hellen und die größeren sind die dunklen. Ich kann jetzt hier, wenn mir diese Anzeige auch gar nicht gefällt, kann ich jetzt hier einfach draufdrücken und kann andere Voreinstellungen nehmen, zum Beispiel diese hier und dann ist das vielleicht ein bisschen differenzierter. Und ich kann dann auch hier einfach noch bestimmte Sachen nachstellen und ich kann auch die Farben verändern. Aber das kann man sich dann im Detail einfach nochmal anschauen. Also was ich jetzt euch einfach zeigen wollte, ist, ja, dass man das ganz gut eigentlich auch visualisieren kann. Stört mich natürlich hier bei der Visualisierung noch, dass ich diese Punkte sehe und auch diese zu eingangs gezeichneten Kreisbögen, die eigentlich nur dazu gedient haben, um die Fläche aufzuziehen, die kann ich hier auch ausstellen. Also hier habe ich diese Kurven. Immer wenn ich hier drauf drücke auf die Komponente, die im Prinzip diese Aktion ausgeführt hat, dann wird es wieder grün angezeigt. Und wenn ich auf das Scrollrad klicke meiner Maus, kann ich das auch einfach ja, ausstellen und dann sehe ich das nicht mehr. Und die Punkte, die haben wir hier bei diesem Paar und dann können wir das auch einfach ausstellen und dann haben wir eine bessere Ansicht von der ganzen Sache. Und wir können jetzt wieder die Linien in Rhino modifizieren. Und das Ganze passt sich an. Das heißt, es ist auch ein ganz, Grasshopper ist tatsächlich auch ein Tool, um, ja, um direkt sozusagen mit dem Ergebnis dieser Analyse zu arbeiten und das Design danach auszurechnen. Das ist recht intuitiv. Gut, das dazu. Vielleicht noch eine andere kleine Übung, und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel schon ein Modell habt. Also ihr habt jetzt ein Modell erstellt und ihr möchtet das mit Grasshopper analysieren. Ja. Ich lade mir dazu jetzt mal ein Beispielmodell rein, was keine Fläche ist und kein natives Rhino, keine Rhino-Datei, sondern das ist ein Mesh, einfach eine SDL-Datei oder eine, was auch immer, was man so als Mesh in das Programm laden kann. Und zwar als Beispiel diesen Stanford Bunny, den habt ihr wahrscheinlich schon ziemlich oft gesehen, wenn ihr auf der Grasshopper-Seite mal herumgeschaut habt. Das ist und das ist jetzt ein Mesh, der sich aus Dreiecken zusammensetzt, aus ganz vielen Dreiecken. Das ist keine Fläche, sondern ein Mesh.
Und diesen kann ich nach Grasshopper, in Grasshopper importieren. Das heißt, Set One Mesh, den wähle ich den aus und jetzt ist der sozusagen Grasshopper. Man sieht das jetzt schlecht, aber der ist jetzt rot und dann sehe ich, dass der ein Grasshopper ist und wenn ich drauf drücke, ist der grün. Jetzt möchte ich diesen Mesh im Prinzip in seine Teile, in seine Einzelteile auflösen und diese Teile anhand der Position, wo sie sich befinden, evaluieren und eine Farbe zuordnen. Das heißt, ich muss diesen Mesh erstmal kaputt machen. Da gibt es eine Komponente in Grasshopper, die nennt sich Deconstruct Mesh. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir alle kleinen Teile hier zerlegt. Und hier habe ich die Punkte, alle Punkte. Und die möchte ich auch nicht als Gruppe haben, sondern die möchte ich auch nochmal zerlegen. Das heißt, wir möchten auch noch mit dem Befehl Deconstruct, mit der Komponente Deconstruct diese Punkte zerlegen. Das heißt, ich habe jetzt diese Punkte zerlegt in X, Y, Z. Wie ihr wisst, jeder Punkt hat drei Koordinaten, um im Raum definiert zu sein. Und ich möchte diesen Hasen jetzt hier anhand daran, also diese Geometrie des Hasen evaluieren, in welcher Höhe sich die Punkte befinden. Das heißt, wenn der Punkt ganz oben ist, möchte ich eine andere Farbe, wie wenn der Punkt ganz unten ist. Das heißt, wir beschränken uns jetzt mal nur auf diese Z-Geschichte hier, das heißt auf die Höhe. Und diese evaluieren wir. Das heißt, alle Werte, die wir jetzt hier drin haben, ne, alle Werte, das heißt, das sind die ganzen Höhenwerte, das sind alle Nummern, die packen wir zusammen in eine Domain, das heißt in eine Domain, das heißt, die fängt an bei minus 0 und geht bis 15. Das heißt, diese Domain, genau. Die komprimiert im Prinzip die ganze Information. Und diese möchte ich auch wieder auflösen, und zwar in diesen Wert und in diesen Wert. Also in einmal minus 0, das heißt da, wo ich anfange und einmal da, wo ich aufhöre. Das heißt, ich kann diese Domain auflösen. Moment, ist das jetzt der richtige? Nämlich Deconstruct Domain, das war nicht der richtige, weil das ist eine. So, und hier geht das hinein. Und hier habe ich im Prinzip jetzt den Startpunkt, das heißt minus 0 und hier den Endpunkt bei 15. Wir nehmen jetzt wieder den gleichen Gradient und habe hier den Startpunkt bei minus 0,07 und den Endpunkt hier bei irgendwas mit 15, ne? Genau. Und der Parameter ist die Höhe. Und um mir das Ganze anzuschauen, hier das die Farbe ein und den Mesh vom Anfang. Und jetzt habe ich hier, jetzt muss ich mal die Punkte hier ausstellen, sonst sieht man gar nichts. Ups, die Punkte haben wir hier. Und dann seht ihr, dass wir im Prinzip wieder mit diesem Farbgradienten sozusagen diese Geometrie nach der Höhe evaluiert haben. Diesen kann man auch wieder umstellen, zum Beispiel diese Voreinstellung oder ihr könnt auch eure eigenen Gradienten erstellen oder diese. Und diesen Mesh, ja, das ist, den ihr erhaltet, den könnt ihr hier in diese Mesh-Komponente reinpacken. Das heißt, hier haben wir den.
Und das Gute daran ist, dass ihr den in nach Rhino bringen könnt, so wie auch diesen Pavillon hier oben. Ja, wenn ihr das auswählt. Hier haben wir alle Paneele und hier haben wir diese Farben. Den könnt ihr backen. Und das ist in Grasshopper eigentlich eine ganz witzige Funktion. Bake, das ist so ein Spiegelei. Das heißt, diese Funktion, die bringt diese in Grasshopper erstellte Geometrie nach Rhino. Das heißt, ihr könnt dann euch hier in Rhino eine bestimmte Ebene aussuchen, soll die Information gruppiert werden oder nicht. Die Geometrie, oft macht es Sinn, weil es viele, viele Einzelteile sind. Genau. Und jetzt habt ihr hier als Gruppe diese Datei in Rhino. Die ist jetzt auf dem Layer, der eine rote Farbe hat. Ist ein bisschen unglücklich. Genau. Und habt ihr jetzt im Prinzip diesen gefärbten Mesh in Rhino und den könnt ihr exportieren. Auswahl exportieren. Zum Beispiel als VMRL-Datei, wo man diese Farben direkt im 3D-Drucker drucken kann und so weiter. Also es macht Sinn. Und in dem Fall dieses Pavillons könnt ihr diese Dateien, diese Paneele, könnt ihr die verschiedenen Versionen dieses Pavillons, ja, die könnt ihr in Rhino bringen und könnt dann eine Veränderung vornehmen und das nächste Modell in Rhino bringen. Also Grasshopper ist eigentlich auch ein gutes Werkzeug, um verschiedene Varianten zu erzeugen und die dann später in Rhino nachzubearbeiten, um zu rendern und so weiter. Bei diesem Hasen macht es jetzt vielleicht nicht so Sinn, nach dieser Höhe zu gehen, aber wenn ich zum Beispiel eine Topografie importiere, das ist ganz schnell. Ich habe jetzt sozusagen das Kochrezept schon hier und ich muss einfach nur sozusagen mir eine andere Geometrie auswählen. Dann sage ich Set One Mesh und dann wird im Prinzip die gleiche Logik, die ich hier mir erstellt habe, die für den Hasen funktioniert hat, die funktioniert jetzt auch für meine Topografie. Und wenn ich jetzt hier einfach bestimmte Sachen verstelle, dann passt sich das an. Und auch diesen Mesh kann ich exportieren und wieder mit der Farbe zusammen nach Rhino exportieren, um den zum Beispiel zu drucken und so weiter. Ja, genau, das sind zwei kleine Übungen, die ich euch zeigen wollte, damit ihr mit Grasshopper vertraut werdet. Das sind im Prinzip Übungen, die ich gezeigt habe, wo ihr direkt bei Null anfangt, ja, wo ihr anfangt, eure eigene Definition euch zusammenzubauen. Es gibt auf unserer Webseite das ist www.grasshopper3d.com. Gibt es die Möglichkeit, auch nach Dateien zu suchen? Zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel ein Waffelskript, das ist im Prinzip ja, für Leute, die mit der in dem Bereich der digitalen Herstellung arbeiten, zum Beispiel eine Geometrie zerlegen wollt und schauen wollt, wie ihr die zusammenbauen könnt. Es gibt oft diese Waffelskripte. Und wenn ihr einfach Waffel eingebt hier, dann findet ihr schon vorgegebene Definitionen hier. Ne? Ihr schreibt die Autorin kurz, was das Skript eigentlich macht. Ne? Sie zerlegt irgendwelche Teile und egal auch welche Teile in U- und V-Richtung und erstellt auch diese kleinen Schlitze, wo man die ineinander stecken kann, die Teile. Und dann könnt ihr euch dieses Skript einfach hier runterladen. Ja? Und die Definition in Grasshopper öffnen.
File, Open Document. Also hier habe ich das jetzt schon mal runtergeladen. Und dann seht ihr hier jetzt, ja, das ist diese Definition, die ist unglaublich lang und es ist ganz viele orangene Komponenten zu sehen, wo man auch nicht weiß, ja, wo fehlt jetzt was, wo nicht. Aber hier steht auf jeden Fall vorne Input B-Wrap. Das heißt, ihr müsst eine Fläche sozusagen hier eingeben, nämlich die Fläche, die ihr sozusagen in die U- und die V-Richtung zerlegen wollt. Zum Beispiel diese. Ja, und schon funktioniert die Definition. Allerdings braucht es natürlich jetzt eine Weile, um diese Sachen zu berechnen. Ja. In der Zwischenzeit gehe ich kurz auf die Mac-Version ein und es rechnet hier. Genau, falls ihr die Rhino-Version für Mac benutzt, ja, gibt es, die ist offiziell auf den Markt gekommen, das heißt die 5.0-Version ist auf den Markt gekommen im letzten Jahr, im Mai. Es gibt seit der 5.1-Version, wenn man die Version gekauft hat, den Zugang zu einer Work-in-Progress-Version von Rhino für Mac und diese beinhaltet Explicit History. Das heißt, Explicit History ist Grasshopper, so ist der alte Name von Grasshopper. Dave Druten hat zu Beginn, als er Grasshopper programmiert hat, dieses Programm Explicit History genannt. Und sozusagen, so heißt es jetzt auch noch in Rhino für Mac. Das heißt, wenn ihr eine Vollversion Rhino für Mac besitzt und könnt ihr diese VIP-Version herunterladen und wenn ihr den Befehl Explicit History eingebt, könnt ihr die Version, die Grasshopper-Version Rhino für Mac testen. Die ist eine Beta-Version, noch keine Beta-Version, die ist einfach Work in Progress und die hat noch unglaubliche Probleme. Man kann einfache Sachen damit erstellen, aber es ist noch voll mit Bugs und bestimmte Plugins können nicht geladen werden. Also eigentlich die Großzahl der Plugins, die für Grasshopper auf dem Markt sind, können noch nicht geladen werden. Das heißt, es ist sozusagen in Bearbeitung. In einem Jahr wird es wahrscheinlich ganz anders aussehen. Aber es ist sozusagen möglich, Grasshopper für Mac zu bekommen. Und auch die Chancen für die Zukunft, dass es ein solides Grasshopper für Mac gibt, die stehen eigentlich ganz gut. Ja. So, kurz möchte ich auch eingehen auf Hilfe und Support. Ja? Wenn ihr jetzt loslegt und ihr wisst nicht, welche Komponenten sich wo befinden und was es überhaupt alles gibt und das ist so viel Information auf einmal. Ich würde euch einfach empfehlen, ihr habt einen ganz, also sucht euch ein eigenes Problem, ein eigenes Designproblem und versucht von Anfang an das selbst zu erstellen, ja, und sobald ihr, und das wird recht schnell passieren, dann irgendwie auf einen Stein, euch ein großer Stein im Weg rollt und ihr stolpert, könnt ihr euch an diese Community hier wenden, ja, Grasshopper Learn, also erst, hier gibt es bestimmte Tutorials und dann gibt es hier auch eine Community mit unglaublich vielen Mitgliedern und dort könnt ihr einfach eure Frage, dann könnt ihr euch hier eintragen und dann könnt ihr einfach eure Frage stellen und innerhalb von kürzester Zeit wird euch jemand antworten. Für Rhino benutzen wir Discourse, das heißt, das ist unser sozusagen unser MacNeil Support Forum und da gibt es auch eine Grasshopper Sektion, also hier in diesen Gruppen, also hier gibt es ganz viele verschiedene Kategorien, dann gibt es auch eine Grasshopper Gruppe. Und falls euch irgendwas, irgendein Problem auftaucht mit Grasshopper, könnt ihr einfach, ja, könnt ihr das Problem kurz beschreiben, Definition hochladen und dann schauen sich das andere Nutzer dieses Forums an oder wir von MacNeil und helfen eigentlich dann so schnell wie es geht weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach anzufangen und nicht irgendwie Angst zu haben oder, ja,
oder verschiedene, ja, oder einfach irgendwas versuchen nachzubauen von jemandem, der was schon gemacht hat, aber mit einer anderen Logik. Weil bei Grasshopper ist es auch so, viele Wege führen nach Rom. Also wenn man zum Beispiel eine Definition, das ist einfach die Logik von der bestimmten Person, man kann auch verschiedene, also man kann eine Fläche über Loft, den Command Loft zeichnen, aber man kann auch eine Fläche ganz anders aufziehen. Also da gibt es ganz verschiedene Ansätze und deswegen vertraut auf euch und geht euren eigenen Weg. So viel zu Hilfe und Support. Jetzt schauen wir mal, ob diese Sache hier, nein, die rechnet noch, das braucht recht lange, ja, weil ich hier auch eine recht große Geometrie gezeichnet habe. Auf jeden Fall, diese Definition, die zerteilt mir diese Geometrie in eine U- und eine V-Richtung und legt mir dann auch hier in den Raum die ganzen Teile, die man dann mit einem Laser-Cutter ausschneiden kann oder mit einer CNC-Fräse fräsen kann. Legt es mir in den Raum und ich kann das dann sozusagen die Geometrie nach Rhino, also in Rhino bringen und ja, exportieren und an den sozusagen an einen Fab Lab schicken oder jemand, der einen Lasercutter hat. Genau. So, jetzt schaue ich kurz, ob ich noch was vergessen habe, was ich euch noch sagen wollte. Ich schaue mal kurz in die Fragen rein, ob Fragen hier aufgetaucht sind. Also hier schreibt jemand, dass ihm das erste Skript ganz gut gefallen hat zur Erstellung von Fassaden, ne, wo ich diese Paneele sozusagen auf die Fläche gelegt habe. Und ob ich diese Definition nochmal zeigen kann. Also ich kann gerne die Definition, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, die schicke ich euch gerne zu. Beziehungsweise wird das Video aufgezeichnet. Das heißt, ihr könnt euch das auch später in Ruhe nochmal anschauen und dann seht ihr ganz genau, wie die Definition aufgebaut ist und ihr könnt das selber nachbauen. Und hier schreibt Leonie, was könnte ich falsch gemacht haben, wenn mein Panel-Component rot angezeigt wird? Ja, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Oben, wenn ein Panel rot angezeigt wird, gibt es oben immer so eine kleine Sprechblase, so eine Art Dialog, der da angezeigt wird, und da steht oft drinne, dass ein bestimmter Parameter nicht die richtige Information gesammelt hat. Und das ist einfach, man muss schauen. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Da gibt es jetzt keine einfache Antwort, die ich darauf geben könnte. Welche Exportmöglichkeiten habe ich aus Grasshopper? Also die Definition, das fragt Mathilde, die Definition selber. Die speichere ich ab, wie zu Anfangs gesagt, als .gh bzw. als .gHx Datei. Und diese Geometrie, die ich hier in Rhino habe, die speichere ich als .3dm Datei ab. Jedoch habe ich in Grasshopper selbst Komponenten, die sozusagen Exportkomponenten sind. Zum Beispiel kann ich eine ganze Liste, die ich euch auch gezeigt habe, von wo die ganzen Koordinaten von den Punkten angegeben sind oder alle Längen oder alle Quadratmeterzahlen von diesen Paneelen, ja, die kann ich zum Beispiel in Excel exportieren. Und da gibt es eine Komponente, die heißt Excel und dann kann ich mir direkt einen Excel ein Sheet erstellen und ja, kann das exportieren. Also es gibt verschiedene Formate. Das heißt, die Frage ist jetzt eigentlich ganz genau, welches Format möchtest du, dass exportiert wird? Beziehungsweise, wenn man die Geometrie in Rhino bringt, das heißt über dieses kleine Spiegelei, wenn man das backt, dann kann ich diese Rhino-Geometrie kann ich einfach exportieren. Ich kann jetzt leider Rhino nicht benutzen, weil es hier noch rechnet, aber da gibt es eine unglaubliche Anzahl an Dateiformaten, die ich da benutzen kann zum Exportieren. Ja, wie merke ich, dass ich Grasshopper aufgehängt hat? Ja, das ist das, was mir gerade passiert ist. Das muss ich jetzt kurz einen Moment warten. Manchmal, ja, manchmal dauert es einfach eine Weile, bis es rechnet und manchmal muss man halt schauen, ob es jetzt Sinn macht, ob man warten möchte oder nicht. Und dann muss ich einfach das Programm neu starten. Es passiert oft mit Grasshopper, also gerade am Anfang passiert es oft, dass es sich aufhängt, das liegt aber nicht direkt an Grasshopper, sondern an dem Nutzer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Input mir auswähle, ja,
aus unterschiedlichen Listen, die unterschiedliche Werte benutzen. Das heißt, eine unglaubliche Anzahl an verschiedenen Geometrien. Das heißt, es kann sein, dass ich zum Beispiel diese ganzen kleinen Dreiecke von diesem Hasen, diese Mesh-Faces, dass ich die irgendwo importiere, was eigentlich, ja, was nicht zu der Komponente passt. Das heißt, es ist der falsche Input. Und dann hängt sich Grasshopper oft auf, weil er das nicht versteht und weil die Information für diesen Komponente quasi zu viel ist. Und da muss man halt genau auch schauen, immer, was brauche ich, was generiere ich gerade? Generiere ich eine Linie? Das heißt, habe ich den A- und B-Punkt oder generiere ich die Länge von der Linie? Und was braucht die nächste Komponente? Braucht die Länge oder braucht die den Start- und den Endpunkt? Ne? Und da muss ich immer genau schauen. Aber wenn man. Ah, genau, hier fragt Theodor, wie nimmt man ein Grasshopper-Projekt nach dem Schließen wieder auf? Einfach die Rhino und die entsprechende Grasshopper-Datei gleichzeitig öffnen? Nein, du öffnest Rhino. Und dann gibst du oben in die Kommandozeile Grasshopper ein. Ja. Und dann öffnet sich dieses Grasshopper-Fenster und dann kannst du hier oben über Datei öffnen, die .gh bzw. .gax-Datei laden. Und dann solltest du eigentlich alles dazu haben. Gut. Ja, gut. Also ich sehe jetzt auch hier, dass es um 11 ist, das heißt, die Zeit für das Webinar ist eigentlich rum. Ich hoffe, ich konnte euch sozusagen mit der Benutzeroberfläche von Grasshopper vertraut machen und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Webinar wieder reinschaut, wo es dann wahrscheinlich um ein paar komplexere Sachen geht, die mit Grasshopper zu tun haben. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Uns hat mich gefreut, dass ich euch helfen konnte. Also, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.